Bei Shell kann man in Deutschland seit über 2 Jahren klimaneutral tanken. Ja, ja, klar, das klingt unfassbar lächerlich. Und ist es natürlich auch. Aber wir sind hier bei Simplicissimus. Und die kurze Antwort, purer Bullshit, reicht uns nicht. Also sind wir über die letzten Monate ganz, ganz tief in die Welt von CO2-Ausgleichsangeboten eingestiegen. Wir hatten dabei viele Fragen. Werden Ölkonzerne jetzt langsam grün? Können wir mit Waldschützen die Welt retten? Reichen bei besagter Weltrettung 1,1 Cent pro Liter Sprit? Was steckt wirklich hinter solchen Rechnungen? Die Antworten sind noch viel bitterer, als wir uns jemals erträumt hätten. Manipulierte Kalkulationen, riesige Investmentfonds in den Schatten, brennende Regenwälder, entmachtete indigene Communities und zahllose falsche Versprechen. Naja, holt euch einen Tee, macht's euch bequem. Dieses Mal wird es ganz absurd. Forests do this totally random thing where they burn down all the time. Can you really buy your way out of responsibility? Dieses Video wird von den Bürgerwerken gesponsert. Als genossenschaftlicher Ökostromversorger liefern sie deutschlandweit Strom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft. Bei den Bürgerwerken haben sich mehr als 50.000 Bürgerinnen und Bürger und über 100 regionale Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland zusammengetan. Als Kunde der Bürgerwerke bezieht man nicht nur 100% Ökostrom, sondern unterstützt gleichzeitig aktiv den regionalen Ausbau erneuerbarer Energien. Denn die Gewinne aus den Stromlieferungen fließen nicht an irgendwelche Großinvestoren, sondern an die Bürgerwerke-Genossenschaften, die damit neue Solar- und Windkraftanlagen bauen. Aus unserer Sicht ist das eine wirklich tolle Initiative mit echter Wirkung. Unter bürgerwerke.de/simpli könnt ihr den Bürgerstromtarif für euren Haushalt kostenlos berechnen. Und mit dem Code SIMPLI spart ihr 20 Euro, wenn ihr zu den Bürgerwerken wechselt. Der Wechsel ist in wenigen Minuten erledigt und damit viel weniger Aufwand, als die meisten Menschen glauben. Die Grundidee hinter Shells CO2-Ausgleich ist folgende. Du tankst Sprit bei Shell. Das ist schlecht fürs Klima. Das Öl muss aus der Erde gepumpt werden. Dann wird es in einer Raffinerie verarbeitet und nach Deutschland gebracht. Das alles produziert Emissionen. Dazu kommt natürlich noch die Verbrennung des Sprits im Auto an sich und die resultierenden Abgase. Also kann man einfach 1,1 Cent pro Liter extra ausgeben für die Verbrennung des Benzins im eigenen Auto. Und Shell gibt für den gesamten Rest eine unbestimmte Summe Geld dazu. Dieses Geld wird dann genutzt, um zum Beispiel Urwälder zu schützen. Wenn Shell die Wälder mit unserem Geld nicht schützen würde, würden die Bäume dort angeblich abgeholzt werden. Das wiederum würde CO2 freisetzen. Und dieses potenziell freigesetzte CO2, das dank Shell jetzt doch nicht freigesetzt wird, lässt der Ölkonzern sich gutschreiben. Die Gutschriften nennt man auch Carbon Credits. Ein Credit entspricht einer Tonne eingespartem CO2. Diese Gutschriften aus der Abholzungsverhinderung werden dann mit tatsächlich ausgestoßenem CO2 durch die Produktion und den Verbrauch des eigenen Benzins verrechnet. So soll der Sprit klimaneutral werden. Klingt komisch, ist aber so. Der Rahmen dieser brillanten Ausgleichsrechnungen ist häufig RED Plus. RED steht für Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Zu Deutsch Emissionen reduzieren, die durch Abholzung und Degradierung von Wäldern entstehen. Das ist eine Initiative der Vereinten Nationen, die erstmal super toll klingt. Durch den Verkauf von Carbon Credits soll mehr Geld in den Waldschutz fließen. Viele Staaten nehmen an der Initiative teil und versuchen so, ihre Wälder zu schützen und aufzuwerten. Es gibt aber auch zahllose RED-Projekte, die von privaten Unternehmen betrieben werden. Dazu zählen auch 2 Waldschutzprojekte, die Shell im Zuge der eigenen CO2-Ausgleichskampagne prominent präsentiert. Ersteres ist das Cordillera Azul-Projekt in Peru. Zweiteres das Katingan-Projekt in Indonesien. Wir werden uns beide Projekte anschauen. Aber zunächst noch ein kleiner Zwischenschritt. Firmen wie Shell kaufen ihre Carbon Credits häufig nicht direkt von Waldschutzprojekten. Hier kommt eine ganze Reihe von seltsamen Mittelsmännern ins Spiel. Die Organisation, die das RED-Projekt in Peru verwaltet, heißt CIMA. Der anfängliche Hauptpartner von CIMA war der Althea Climate Fund. Solche Fonds sammeln hohe Geldbeträge von Investoren, um sie in nachhaltige Projekte zu investieren. 2014 erhielt Althea 8 Millionen Carbon Credits von CIMA für ein 8,5 Millionen Dollar Investment in das Projekt.
Damals hatte der Althelia Fonds seinen Sitz über Umwege in Luxemburg. Daher musste er laut einer Recherche so gut wie keine Steuern zahlen. Die Unternehmensstruktur war durchweg ziemlich undurchsichtig. Der Fonds hat dennoch unter anderem Gelder von der Europäischen Investmentbank, dem Rentenfonds der schwedischen Kirche und der US-Behörde für internationale Entwicklung erhalten. In dieser älteren Präsentation stellt Althelia das eigene Geschäftsmodell recht einfach dar. Projekte wie Cordillera Azul in Peru kriegen Cash for Project und geben im Gegenzug Carbon Credits an Althelia. Das Projekt tut viele gute Dinge in der Region. Der Fonds verkauft die Credits am Markt für mehr Cash. Ein perfektes grünes und soziales Investment. 2016 hat Althelia Ecosphere Plus etabliert. Das ist quasi die Sales-Plattform des Unternehmens, um ihre sozialen grünen Projekte an den Mann zu bringen. Über den Rechner auf der Website kann man momentan eine Tonne CO2 für 17 Dollar ausgleichen. So viel bezahlt man also für einen Carbon Credit bei Althelia ohne Massenrabatt. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass zumindest die ersten 8 Millionen Credits für nur rund 1 Dollar pro Stück eingekauft wurden. Was für ein sensationelles Investment. Bis heute hat Ecosphere Plus über 45 Millionen Carbon Credits verkauft. Althelia arbeitet eng mit besonders klimaengagierten Unternehmen wie den Energiekonzernen Eneco, Essent und Shell zusammen. Althelia und Ecosphere Plus gehören mittlerweile über Umwege zum Portfolio eines der größten Vermögensverwalter der Welt. Aber das ist längst nicht das einzige Unternehmen, das sich in dieser Nische ein Business aufgebaut hat. Zwischen den grünen Stickern von Konzernen wie Shell und dem tatsächlichen Dschungel wächst momentan eine gewaltige Schattenindustrie von Vermittlern heran. Klar, irgendwie müssen Waldschutzprojekte im globalen Süden vermarktet werden. Für zahlreiche Mittelsmänner scheint der Handel mit Carbon Credits allerdings nur ein Weg zu schnellem Geld zu sein. Es gibt geleakte E-Mails zu Credits, die zum 7-fachen des Einkaufspreises verhökert wurden. Andere Anbieter sind schlicht Betrüger. Dazu kommen ziemlich fragwürdige Crypto-Blockchain-Projekte etc. etc. Wie viel Geld beim Kauf von Carbon Credits wirklich bei den jeweiligen Projekten ankommt, ist oft völlig unklar. Doch so absurd es auch klingen mag, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Springen wir zurück zu dem Cordillera Azul-Projekt in Peru. Das Waldschutzgebiet erstreckt sich auf einer Fläche von 13.500 Quadratkilometern. Das entspricht grob der Fläche von Nordirland. Das Graue um das Gebiet herum ist die Pufferzone. Sie ist mit 23.000 Quadratkilometern nochmal deutlich größer als das Schutzgebiet selbst. In ihr leben rund 350.000 Menschen und sie existiert, damit Leute nicht doch in den Wald kommen und den roden. CIMA, die Organisation, mit der Althelia Geschäfte macht, ist gemeinnützig aufgestellt. Sie verwaltet das Gebiet seit 2008 im Auftrag der peruanischen Regierung. Im gleichen Jahr ist es zum RED-Projekt erklärt worden. CIMA hat die angebliche Gefährdung des Gebiets damals mit einer wachsenden Bevölkerung begründet. So nach dem Motto, in den nächsten Jahrzehnten werden sehr viele Menschen in die Region ziehen, die dann den Urwald abholzen werden, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Um das zu verhindern, brauchen wir Geld, um den Wald mit zusätzlichen Ressourcen zu schützen. Und so entsteht eine ziemlich wackelige Kalkulation. Auf der Basis von geschätztem Bevölkerungswachstum wird eine theoretische Abholzungsrate berechnet, die auf mutmaßlichen zukünftigen Aktivitäten der theoretischen Zuwanderer basiert. Und nur weil CIMAs RED-Projekt bestünde, könnte all diese theoretische Abholzung und entsprechende Freisetzung von CO2 verhindert werden. Von 2009 bis 2018 waren das angeblich ganze 25 Millionen Tonnen verhindertes CO2, die größtenteils als Carbon Credits verkauft werden können. Shell allein soll bis Anfang 2021 rund 14 Millionen Credits des Projekts gekauft haben. Mit diesen Credits werden die Abgase von Shells Kunden in Deutschland also teils ausgeglichen. Tatsächlich war das Gebiet aber schon lange vor 2008 ein geschützter Nationalpark. Es wurde bereits 2001 von der peruanischen Regierung zum Schutzgebiet erklärt. Die Pufferzone wurde ebenfalls bereits damals etabliert. Dass der Wald wegen einer wachsenden Bevölkerung einfach rapide abgeholzt worden wäre, ist laut Recherchen von Unearthed und dem Guardian entsprechend sehr unwahrscheinlich. Sie haben beispielsweise einen Mitarbeiter des peruanischen Ministeriums für die Erhaltung von Naturschutzgebieten interviewt. Der hat diese angebliche Gefahr durch das Bevölkerungswachstum
einfach verneint. Lange vor all dem war der Urwald das Zuhause von mindestens 29 indigenen Communities. Diese Menschen holzen den Wald nicht großflächig ab. Sie schützen ihn seit Generationen. In Ländern wie Peru sind die Besitzverhältnisse von Land oft sehr schlecht geregelt. Indigene Communities haben häufig nicht die notwendigen Papiere, um Gebiete offiziell für sich beanspruchen zu dürfen. Global besitzen sie formell nur ein Fünftel des Landes, auf dem sie seit jeher leben. Mit der Gründung des Parks und der Einführung des RED-Projekts wurden den indigenen Communities ihre Territorien weggenommen. Sie haben das Schutzprojekt weder mitgeplant noch dem Handel mit Carbon Credits zugestimmt. In ihren Worten: Wir leben hier im peruanischen Amazonas, wo es einen neuen Boom gibt. Einen neuen, fiebrigen Hunger, wie nach Gummi oder Öl. Nur dieses Mal nach Carbon Credits und RED. 2020 haben die Communities Klage gegen den peruanischen Staat und den Nationalpark erhoben. Sie haben außerdem eine Petition bei den Vereinten Nationen eingereicht. In einem Statement kritisieren sie offen Konzerne wie Shell und Total, die Gutschriften des RED-Projekts gekauft haben. Sie stellen sich klar gegen den Carbon-Credit-Handel mit diesen umweltschädlichen Firmen. Shell behauptet auf der eigenen Website, man würde durch das Cordillera Azul-Projekt 30 indigene Communities unterstützen. Eigentlich habe der Konzern sogar dedizierte Inhouse-Spezialisten, die sich um die Beziehungen zu indigenen Communities kümmern. Was ist da bloß schiefgelaufen? Sima behauptet uns gegenüber, man habe immer gemeinsam und respektvoll mit indigenen und lokalen Communities zusammengearbeitet. Die Organisation bestätigt, dass fast 90% aller Carbon Credits aus ihrem Projekt an Shell und Total verkauft wurden. Die Methoden zur Berechnung der Credits seien unabhängig verifiziert worden. Sima betont, dass alle erzielten Einnahmen zurück in das Projekt geflossen seien. Kommen wir zum Katingan-Projekt in Indonesien, das auch groß auf Shells Website präsentiert wird. Das ist ein privates RED-Waldschutzprojekt auf der Insel Borneo. Mehrere Unternehmen sowie eine gemeinnützige Organisation sind beteiligt. Der Hauptverantwortliche ist ein ehemaliger Investmentbanker. Das Projekt gibt es seit 2010. Es schützt angeblich stolze 1.500 Quadratkilometer Torfsumpfwald. Das Projekt verhindere so, dass hunderte Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre gelangen. Es generiert im Schnitt jährlich 7 Millionen Carbon Credits. Man würde dadurch genauso viel sparen, wie wenn man jedes Jahr 2 Millionen Autos von der Straße nehmen würde. Katingan ist ein absolutes RED-Vorzeigeprojekt. Greenpeace hat es sich einmal genauer angeschaut und eine herausragende Recherche veröffentlicht. In diesem Fall wurde die theoretische Bedrohung für das Gebiet mithilfe einiger Referenzgebiete berechnet. Das Projekt zeigt vereinfacht gesagt mit dem Finger auf einige andere Regionen und sagt: Guckt mal, wie schlimm die Abholzung hier ist. So schlimm wird sie bei uns auch. Es sei denn, wir verhindern es. Im Fall des Katingan-Projektes zum Beispiel bezieht man sich da auf Regionen, in denen es tatsächlich eine starke Papierholzindustrie gibt, mit entsprechender Infrastruktur, die es aber in der Nähe des Projektgebietes gar nicht gibt. Das ist Benjamin Gers. Er arbeitet bei Greenpeace Deutschland im Team Mobilität als Investigativjournalist. 5 der 7 Referenzgebiete liegen über 1000 Kilometer von dem eigentlichen Projektgebiet entfernt, auf einer völlig anderen indonesischen Insel. Das heißt, es ist nicht wirklich vergleichbar, wird aber in diesem Fall als Vergleich benutzt, um zu sagen, das droht uns ja auch. Die Papierholzplantagen stehen dort außerdem auf normalem Boden. In Katingan müsste man die Torfmoorgebiete erstmal trockenlegen, was sich nicht lohnen würde, weil es viel zu teuer wäre. Bis heute gibt es in der gesamten Region so gut wie keine solche Plantagen. In der Region gibt es dafür viele Palmölplantagen und damit verbundene Entwaldung. Das Projektgebiet und weitere große Teile der Region wurden allerdings bereits 2011 vom damaligen indonesischen Präsidenten zum Schutzgebiet erklärt. Dort sind Plantagen jeglicher Art verboten. Trotzdem schreibt das Projekt heute auf der eigenen Website, das gesamte Gebiet wäre von der Papierholzindustrie bedroht gewesen. Und auf der Basis dieser fragwürdigen Annahme verkauft das RED-Projekt aber Millionen Carbon Credits, zum Beispiel an Shell oder lange an VW. Es gibt noch zahlreiche weitere Probleme mit dem Projekt, darunter nicht zuletzt so einige Konflikte mit indigenen Communities. Also für die Bevölkerung vor Ort, das zeigen Studien, hat sich die Situation im Wesentlichen verschlechtert.
Permian Global, einer der Betreiber des Katingan-Projekts, bezeichnet die Greenpeace-Recherche in einer Stellungnahme als falsch und unausgewogen. In einer Analyse des Greenpeace-Reports lässt Permian Global allerdings wiederum wichtige Ungereimtheiten in Bezug auf die Papierholzplantagen und staatliche Regulierungen weg. Entscheidende Punkte werden mit kurzen Sätzen vom Tisch gewischt. Eine längere Ausführung dazu findet ihr in unseren Quellen. Carbon Credits sollten laut Permian Global nur von Unternehmen genutzt werden, die zudem ehrgeizige, wissenschaftlich fundierte Strategien zur Minderung ihrer Emissionen verfolgen. Dazu scheint nach der Logik wohl auch Shell zu gehören. Jetzt könnte man denken, okay, diese beiden RED-Projekte, das sind Einzelfälle. Shell holt sich Carbon Credits halt mitunter von zwei schwarzen Schafen. So ist es leider nicht. Also das ist ein grundsätzliches systemisches Problem. Man wird bei allen RED-Projekten, wo es um Waldschutz geht insbesondere, wird man Probleme finden, beziehungsweise wird man nicht nachweisen können, dass dieses angenommene Szenario tatsächlich plausibel und so eingetreten wäre. Der Fairness halber, eine große Studie konnte zeigen, dass 40 ausgewählte RED-Projekte Entwaldung und Degradierung in ihren Gebieten substanziell reduzieren konnten. Andererseits haben sich Forscher in einer Studie von 2020 12 andere RED-Projekte im brasilianischen Amazonas genauer angeschaut. Sie haben festgestellt, dass es keine signifikanten Hinweise darauf gibt, dass sich der Waldverlust durch diese RED-Projekte verringert hat. Eine Studie von 2014 hat festgestellt, dass 108 von 410 analysierten RED-Projekten zum Teil schon vorher geschützte Gebiete waren. Norwegen ist einer der größten Käufer von Carbon Credits. 2018 hat das Land geprüft, wie riskant seine Investitionen sind. RED als gesamtes Konzept hat sehr schlecht abgeschnitten. Schwache Umsetzungen, zu wenig Kontrolle, wackelige Modelle. Es gibt zahlreiche weitere Kritik an anderen konkreten RED-Projekten. Darunter sind Recherchen von Frontal 21 und Foodwatch zu einem Aufforstungsprojekt in Uruguay, das eigentlich eine Holzplantage ist. Das Projekt wird unter anderem von Aldi unterstützt. Dazu kommt dieser Artikel zu Wäldern in den USA, die vor Projektbeginn längst unter solidem Naturschutz standen. Ein weiterer Artikel berichtet von ausbeuterischen Verträgen im Kongo. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer diese ganzen Projekte eigentlich kontrolliert. Die meisten privaten RED-Projekte sind sowohl VCS als auch CCBS zertifiziert. Das sind zwei unterschiedliche Zertifikate mit coolen Namen. Beide sollen belegen, dass der jeweilige Wald und die Biodiversität dort auch wirklich geschützt werden und das jeweilige Projekt gut für die Leute vor Ort ist. Beide Zertifikate stammen von Verra. Das ist eine 2005 gegründete gemeinnützige Organisation, also keine staatliche oder internationale Behörde. Die Rolle der Zertifizierer besteht eben darin, diese angenommenen Szenarien zu überprüfen auf Plausibilität und zu berechnen, wie viel CO2 denn jetzt tatsächlich in diesem Wald eingespart wird. Also da gibt es große Schriftstücke, die das alles beschreiben. Das Problem dabei ist, diese Zertifizierer werden beauftragt und bezahlt von den Projektbetreibern. Verra ist der größte Herausgeber von Emissionszertifikaten und hat bereits über 1 Milliarde Credits zertifiziert. Das entspricht mehr als den jährlichen Emissionen von ganz Deutschland. Die Organisation wird recht bissig, wenn ihre Methoden kritisiert werden. Sie hat in der Vergangenheit harsche Stellungnahmen zu den Beiträgen des Guardians und von Unearthed, ProPublica, dem ZDF, NPR und Last Week Tonight veröffentlicht. Der allgemeine Tenor ist, dass all diese Journalisten die Methoden von Verra schlicht nicht verstehen würden. Sie würden wichtige Zusammenhänge ignorieren und mit ihrer Berichterstattung sogar dem Waldschutz selbst schaden. Ohne die Kritik anzunehmen, hat Verra allerdings ihre Grundlagen für die Berechnungen von Carbon Credits aus RED-Projekten in den letzten Jahren grundlegend verändert. Die Referenzgebiete, bei denen man so hart schummeln kann, fallen komplett raus und werden durch ein anderes System ersetzt. Alle VCS-zertifizierten Projekte müssen sich entsprechend anpassen. Aber, gibt man so nicht irgendwie zu, dass man Abermillionen von Credits auf der Basis von Methoden zertifiziert hat, hinter denen man jetzt nicht mehr steht? Verra betont uns gegenüber, ihre Methoden würden den Ansichten der meisten Experten entsprechen. Kritische Stimmen seien lediglich eine laute Minderheit. Ältere Credits seien valide. Die Organisation betont, sie sei unabhängig, was sich zum Beispiel daran zeige, dass Verra sich weigert, bestimmte Projekte zu zertifizieren. Naja, okay. Nehmen wir aber mal an, alle Carbon Credits von Shell wären total legit und so viel CO2 hätten die RED-Projekte wirklich eingespart.
Kann Shells Rechnung dann aufgehen? Können 1,1 Cent pro getanktem Liter Sprit die entstehenden Abgase kompensieren? Ein Liter Benzin verbrennt zu 2,3 Kilogramm CO2. Eine Tonne CO2 können wir also für weniger als 5 Euro ausgleichen. Das ist ja super. Wenn das funktionieren würde, könnten wir einfach sagen, ja okay, das machen wir jetzt einfach für alle Deutschen, 83 Millionen Deutsche, überweisen das Geld an Shell. Das kostet gerade mal schlappe 5 Milliarden Euro und schwuppdiwupp ist sozusagen der CO2-Fußabdruck von Deutschland verschwunden. Das ist Sven Selbert vom NABU. Dort ist er Referent für nachhaltige Waldnutzung und Waldnaturschutz. Die Vorstellung, dass man sein bisheriges Leben einfach so weiterführt und mit ein paar Cent oder ein paar Euro die negativen Auswirkungen aufs Klima an anderer Stelle, in Indonesien, in Brasilien, kompensieren kann, die geht einfach nicht auf. Das Umweltbundesamt hat berechnet, dass eine Tonne CO2 gesellschaftlich rund 200 Euro kostet. Das ist das 42-fache dessen, was man bei Shell an der Tanke zahlt. Und dann müsste man Shell bei der Kampagne noch vertrauen, dass der Konzern die Förderung, die Produktion und den Transport des Treibstoffs, wie behauptet, ebenfalls ausgleicht. Wie der Konzern diese übrigen Emissionen und seinen Beitrag berechnet, ist aber völlig undurchsichtig. Wälder allein werden unser Klima nicht retten können. Bäume speichern CO2 eben nicht nur, sie lassen es auch wieder frei, wenn sie sterben. Schon heute werden weite Teile der globalen Wälder durch den Klimawandel bedroht. Das Gebiet des Projektes in Peru wird zum Beispiel immer trockener. Der Wald dort könnte sich so wandeln, dass er dauerhaft weniger CO2 speichern kann. Dazu kommen immer mehr Waldbrände, bedingt durch längere Trockenperioden. Die bittere Ironie dieser Ausgleichswaldschutzprojekte ist, dass sie den weiteren Ausstoß von Treibhausgasen rechtfertigen und genau diese Treibhausgase das Überleben derselben Wälder immer unwahrscheinlicher machen. Wenn man das jetzt als Lösung gegen die Klimakrise verkaufen möchte, dann setzt man damit wirklich auf ein Holzpferd. Wälder im globalen Süden müssen dringend geschützt werden. Gebiete müssen neu aufgeforstet werden. Dafür braucht es gewaltige Unterstützung von Industrienationen und Unternehmen. Aber diese Unterstützung sollte laut zahlreichen Experten nicht an Carbon Credits geknüpft sein. Der absolute Großteil der globalen Treibhausgase kommt aus dem Energiesektor. Möglichst schnell von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umzusteigen, ist die mit Abstand wichtigste Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel. Grüne Regenwaldsticker an Zapfsäulen können schnell davon ablenken. Aber warte, vielleicht ist ja genau das. It would be great if they were as green as they claimed. Everyone would love that. Das ist Faye Holder. Sie arbeitet bei Influence Map. Das ist ein unabhängiger Think Tank, der Lobbyismus und Klimapolitik analysiert. Die CO2-Ausgleichskampagne an Shells Tankstellen ist aus Sicht von Faye schlicht ein Ablenkungsmanöver. They're using key buzzwords that you know to be good, things like carbon neutral and net zero. And so it's distracting really from what the solutions actually are, as well as distracting from the need for policy. Außerdem werde die Verantwortung für einen grüneren Lebensstil auf den Einzelnen abgewälzt. Im Sinne von, tank mal lieber klimaneutral, weil dein persönlicher CO2-Fußabdruck so verdammt hoch ist. This is not on individuals to try figure out on their own or just solve. We really need the climate policy to enable an environment where you can make positive choices. Der persönliche CO2-Fußabdruck wurde vom Ölkonzern BP populär gemacht. Dazu haben wir schon einmal dieses Video veröffentlicht. Shells Kampagne zeigt deutlich, wie unmöglich es häufig ist, den Klimawandel auf individueller Basis zu lösen. Sie verspricht dem Kunden wahnsinnig viel. Aber kein Mensch kann überprüfen, ob die Versprechen auf den grünen Stickern wirklich stimmen. Es sei denn, ihr seid ein paar seltsame YouTuber, die eben nichts Besseres zu tun haben. Wäre es da nicht sinnvoller, Behauptungen wie klimaneutral klar zu regulieren? So nach dem Motto: Okay, you can't make this claim. Because technically it's not accurate. Shells Kampagne existiert auch in anderen Ländern. In den Niederlanden wurde entschieden, dass sie irreführend sei und wurde entsprechend verboten. Selbst Vera schreibt uns gegenüber, dass Carbon Credits nicht frei genutzt werden sollten, um Klimaneutralität zu suggerieren. Nach außen unterstützt Shell Klimaschutzprojekte und den Ausbau erneuerbarer Energien.
Dabei hat der Konzern jahrzehntelang Lobbyorganisationen finanziert, die aktiv versuchen, die Energiewende zu verlangsamen. Und das, obwohl man in den Chefetagen bereits seit Ende der 50er von der Existenz des menschengemachten Klimawandels wusste. Diese Fakten sollte man im Hinterkopf behalten, wenn auf Shells Website heutige Emissionen als unvermeidbar betitelt werden. Dieses Jahr will Shell maximal 3 Milliarden Dollar in erneuerbare Energien und Energielösungen stecken. Gleichzeitig werden zum Beispiel 8 Milliarden Dollar in die Erschließung und Produktion von noch mehr Öl und Gas investiert. Damit ist Shell nicht allein. Eine große Studie hat sich die grünen Versprechungen von Ölkonzernen mal angeschaut. Sie ist zu dem Schluss gekommen, dass die Versprechungen in den allermeisten Fällen so ganz und gar nicht zu den tatsächlichen Investitionen passen. Das Geschäft von Shell & Co. bleibt bis auf Weiteres extrem abhängig von fossilen Brennstoffen. Laut Holder fürchten die Ölkonzerne deshalb vor allem eine schnelle, entschieden durchgeboxte Energiewende. That's what they're scared of, because that's what's gonna end their business. Wir haben Shell zu allen Punkten in diesem Video um Stellungnahme gebeten. Wir haben bisher keine Antwort erhalten. Shells Kampagne ist nur ein Auswuchs eines wahnsinnig beunruhigenden Trends. Der Markt für freiwillige Carbon Credits explodiert. Er hat sich innerhalb von 5 Jahren verfünffacht, auf 1 Milliarde Dollar pro Jahr. Bis 2030 soll er 50 Milliarden Dollar schwer sein. Zahlreiche Großkonzerne haben unfassbaren Druck, grün zu wirken. Carbon Credits sind für viele ein Weg, ihre großen Net-Zero-Versprechen einzuhalten. At Total, we are contributing to the energy transition. Apple is going carbon neutral. Our ambition is to be a net-zero emissions energy business. Yes, zero. Auf der anderen Seite gibt es einen Haufen Initiativen, NGOs in Entwicklungsländern, die Geld brauchen. Und in der Mitte ein riesiges Becken an Vermittlern und Prüfern. Und all diese Beteiligten haben Interesse an der Ausstellung von möglichst vielen Credits. Die Unternehmen wollen letztlich so viele Emissionen wie möglich ausgleichen zu einem möglichst niedrigen Preis. Private Vermittler wollen so viele Credits wie möglich verkaufen und mitverdienen. Die Projekte wollen möglichst attraktiv für Investoren wirken, ergo möglichst viele angebliche Emissionen verhindern. All das macht RED-Projekte so verlockend. Wahnsinnig viele Carbon Credits für ziemlich wenig Geld. Gleichzeitig sind die Projekte in vielen Fällen einfach unglaubwürdig. Und laut vielen Experten basieren sie auf einem fundamentalen Denkfehler über den Ausgleich von Emissionen über Wälder. RED verschiebt den Druck letztlich in die falsche Richtung. Es ist wahnsinnig einfach für Shell, EcoSphere Plus ein paar Mios für Carbon Credits zu geben. Es ist ebenso einfach für EcoSphere Plus und andere Vermittler, sich selbst und diese Credits möglichst sexy darzustellen und mutmaßlich enorme Profite einzustreichen. Es ist dagegen unglaublich schwer, einen Regenwald im globalen Süden zu schützen und lokale Communities mit einzubeziehen. Es ist absurd, dass der CO2-Ausgleich eines gewaltigen Ölkonzerns durch die Arbeit von Organisationen wie CIMA in Peru erreicht werden soll. Nochmal, natürlich müssen diese Wälder geschützt werden. Waldschutzprojekte sind etwas Gutes und sie müssen mit viel Geld aus Industrienationen unterstützt werden. Aber das System kann nicht darauf aufbauen, dass es Konglomeraten wie Shell die Munition für dreiste Verzerrungen liefert, ohne dass sie das eigene, zerstörerische Geschäftsmodell wirklich ändern müssen. Cheers. Hey, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Schreibt uns eure Meinung zum Thema unbedingt in die Kommentare. Neben dem globalen, freiwilligen Ausgleichsmarkt gibt es zum Beispiel auch den regulierten europäischen Emissionshandel. Der funktioniert ganz anders, das würde hier aber deutlich zu weit führen. Wir wollten es aber erwähnen, bevor es zu Verwirrung kommt. Weitere Links dazu sind in der Beschreibung. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.